So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei MRB Barbecue. Heute wieder im Barbecue Saloon oder im Apachen Pub. Heute machen wir die wahrscheinlich saftigsten Burger Patties der Welt. Ganz einfach zu machen. Ich habe hier ein Stück Rinderbrust und habe hier zwei Stückchen von der Querrippe. Normal ist das ja ein Teil. Das wird als Suppenfleisch verkauft in der Metzgerei. Ist relativ oft im Angebot, lässt sich super gut machen, ist sehr saftig. Die Struktur ist sehr, sehr fein hier, auch gerade von der Rinderbrust. Und wir werden es erstmal klein schneiden und dann werden wir es wolfen. Das Einzige, was ihr wirklich dazu braucht, ist ein Fleischwolf. Ob jetzt mechanisch oder einen elektrischen, das ist erstmal egal. So, die Knochenstücke nicht wegschmeißen. Kann man wunderbar noch eine Suppe von kochen. Und natürlich auch das Fett mit dran lassen. Das ist ganz wichtig, weil ein bisschen Fett brauchen wir ja. So, jetzt kann man es mal umdrehen. Da sieht man dann diese Knochen und Knorpelstückchen. Kann man schön dran lang schneiden. So, wie gesagt, dies alles wunderbar hier für Suppe. Nicht zu groß, je nachdem, was euer Fleischwolf schafft. Mein Modell ist ein einfaches, kann es für mehrere hundert Euro. Für das bisschen, was wir damit machen, reicht das vollkommen aus. So, hier haben wir noch ein bisschen was von dem festen Fett. Das wollen wir natürlich nicht haben, das parieren wir uns ein bisschen runter. Ja, immer schön versuchen, gegen diese Haut zu schneiden mit dem Messer. Und möglichst wenig Fleischverlust haben. Ja. So, dann haben wir hier den Knochen. Schön dran runterschneiden. Zack. Wie gesagt, alles für die Suppe. Geht wunderbar. Das ganz harte Zeug schneiden wir ab. Der Rest kommt. So. Hier ist noch ein hartes Stück zwischen. Das nehmen wir auch noch raus hier. Und dann können wir schon wolfen. Wir legen es mal an die Seite. Hol es den Burschen mal rein. Wie gesagt, das ist ein Gerät aus dem Discounter. Aber für das, was wir damit machen wollen, reicht das vollkommen aus. Ich habe jetzt einmal die mittlere Scheibe drin. Wir werden es zweimal wolfen. Das zweite Mal mit einer noch feineren Scheibe, damit wir ganz feines Fleisch haben. Ich würde sagen, starten wir los. Das macht jetzt ein bisschen Krach. Ich werde jetzt gleich ein bisschen die Lautstärke runterdrehen im Video, damit es euch nicht auf den Sack geht.
Durchgang. Machen wir die Scheibe raus. Einmal öffnen. Kurz anschalten. Machen wir die Scheibe raus. So, linke Seite. Die feine Scheibe. Aufpassen mit den Messern. Zeigt man schon hier oben drin. So, Scheibe aufsetzen. Festschrauben. Zack. Und der nächste Durchgang. Stopfen wir es erstmal rein. Dass wir genug Platz haben. Manche mögen das halt grober, aber wir sind eher so die Fraktion fein. Oh, zweiter Durchgang, es wird wieder laut. Maschine sauber machen. So ist es geworden. Sieht doch gut aus. Und wie gesagt, die Struktur ist ganz toll. Wir können es nachher noch durchkneten, bevor wir es pressen. Aber das ist erstmal nur dieses Mini-Video zum Fleischwolf, zum Wolfen von Rindfleisch für saftige Burger-Patties aus Rinderbrust und aus Querrippe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt was Nettes unten in die Kommentare. Wie gesagt, diese Miniserien, diesen kleinen Sachen werde ich immer mal zwischendurch einschieben. Macht's gut, euer Oliver von MAB Barbecue. Ciao.